Und jetzt Musik. Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude am Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist. Hallo alle miteinander. Heute ist es wieder Zeit für Musik. Wir haben drei unterschiedliche Sackpfeifentypen inzwischen wieder vorgestellt. Und nun möchte ich genau diese drei Sackpfeifentypen im musikalischen Einsatz zeigen. Das heißt sozusagen im Praxiseinsatz. Und den Beginn machen wir heute mit dem böhmischen Bock. Den böhmischen Bock hat Lucia Wagner vorgestellt. Und Lucy spielt unter anderem in einem Quartett namens Ensemble Unisonus. Ihre Mitmusiker sind unter anderem zwei Musiker, die wir auch schon in diesem Podcast gehört haben. Einmal Michael Vireno und Simon Pfisterer. Michael hat zur Sprache des Windes, zur linguistischen Herkunft der Sackpfeifen etwas erzählt. Simon hat die Alien Pipes vorgestellt. Und die vierte Musikerin ist Anna-Barbara Wagner. Das Ensemble Unisonus beschäftigt sich hauptsächlich mit traditioneller Musik aus dem Alpenraum, mit traditioneller Bodun-Musik aus dem Alpenraum. Und jetzt hören wir den Live-Mitschnitt eines Sets, das sie 2019 auf dem Blowout-Festival gespielt haben. Das Set besteht aus den Stücken »Das Heil der Welt« und »Die Rusbacher Tänze«. Thank you.
Wer Informationen und Links zu den Bands bekommen möchte, die ich hier zeige, die sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Als nächstes möchte ich euch die Sackpieper in ihrem praktischen Zusammenhang zeigen. Die Sackpieper hatte ja Olle Jelmö aus Schweden vorgestellt und Olle hat ein sehr schönes Soloalbum rausgebracht, das nicht nur Solo ist. Er hat dort auch unter anderem Gastmusiker zu Gast. Und von diesem Soloalbum kommt auch das folgende Stück. Das folgende Stück heißt Leksands Beveringsmarsch und in dem Stück sind drei Musiker zu hören. Einmal Stefan Eckedal, der auf der Sackpieper die Melodie spielt, dann Olle Jelmö, der auf der Sackpieper die zweite Stimme spielt und Gunnar Börjesson, der die beiden auf der Gitarre begleitet. Die nächste Instrumentenvorstellung im Praxiseinsatz wird ein kleiner Sonderfall. Das Hümmelchen hat ja Christian Dreier vorgestellt. Aber Christian hat leider keine Bandaufnahme, wo er Hümmelchen spielt. Das heißt, ich habe auf eine Aufnahme von mir zurückgegriffen, das heißt von mir solo, die jetzt demnächst im Februar veröffentlicht wird. Und zwar einmal Hümmelchen mit zweiter Stimme Hümmelchen und Flöte begleitet. Das Herbstleuchten. Thank you.
Das war jetzt auch schon das letzte Instrumentenbeispiel. Und damit geht auch diese Folge dem Ende zu. Ich danke Lucy und dem Ensemble Unisonus für die Bereitstellung des Materials. Ich danke Olli Jelme für die Bereitstellung des Stückes, dass ich das hier spielen durfte. Danke, dass ihr die Instrumente so schön vorgestellt habt. Danke, Christian, dass du das Hümmelchen so schön vorgestellt hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Viel Vergnügen beim Dudelsackspielen, beim Üben, beim Hören, beim Tanzen. Bis bald. Tschüss. Falls du Interesse hast, Dudelsackspielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, melde dich gerne bei mir unter moin@christinakünzel.de. Wenn du auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen und Konzerten oder auch den Podcast zugeschickt bekommen möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de/newsletter. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, um sie für andere sichtbarer zu machen. Vielen lieben Dank und alles, alles Gute, eure Christina.